Okay. Dann schaue ich mal, was es mit der Quest auf sich hat. Da brauche ich ja 10 Tonnen Werkzeug. Nehme ich mal mit. Und lass die Inseln dann erkunden. Wie sieht es eigentlich mit dem Monument hier aus? Ja, es wird halt sehr langsam, weil die... Oh, die Verfolgung ist gescheitert. Ja, ich habe es ganz vergessen, die Quest natürlich. Ja, was zum Teufel ist jetzt hier los? Kriminalität ist eingedämmt oder da drüben brennt es. Das muss ich gleich mal lösen dann. Dass es hier nicht mehr brennt. Okay, hat es im Einflussbereich wunderbar, die Feuerwehr. Kommt mir so ein bisschen vor wie es im City. Da geht es übrigens auch bald wieder weiter, wenn ich mal wieder Zeit habe. Das Problem ist, dass ich momentan recht viele Schulaufgaben schreibe und sonstiges. Da habe ich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und so. Deshalb muss ich da immer ein bisschen schauen, wie ich das mache. Es geht auf jeden Fall wieder weiter. Ich möchte es machen. Also es wird aber in anderer Form weitergehen als mit dem Community-Projekt. Also es wird, wie gesagt, anders fortgesetzt. Nicht so, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Aus den Gründen, die ich im Let's Play schon mal gesagt habe, SimCity. Deshalb muss ich da mal schauen, wie ich das alles mache. Wird also noch ein bisschen dauern. Auch weil ich keine Zeit habe, wie gesagt, momentan. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt richtig baue. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder genau nicht passen, aber ich kann ihn ja später noch verlegen. Wobei ich den momentan eigentlich noch gar nicht brauche, weil hier keine Inseln sind, keine Häuser sind. Insofern wäre das jetzt sinnfrei, den zu bauen. Ich kann derweil aber die aufsteigen lassen. So, jetzt brauche ich mal Werkzeug. Natürlich brauche ich mal Werkzeug. Immer. Werkzeug ist immer am Start und wird immer gefordert. So, hier müssen wir uns jetzt... Ich glaube, Pillen waren das, die wir hier brauchen, oder? Kurklima. Ach so. Stärke die Zufriedenheit der Bewohner dieses Gebäudes um 8%. Das ist doch cool. Pillen wollten wir hier irgendwo produzieren, ne? Ich glaube, hier. Ich glaube, deswegen haben wir auch diese... Sollten Erdmetalle dahin geliefert, oder? Ja, genau, da war was. Das benötigt Omega-Fettsäuren und Alben. Deswegen haben wir hier hinten, glaube ich, auch ausgebaut, oder? Jupp, genau. Deswegen mache ich jetzt die Route hier wieder hin. Sollten Erdmetalle. Hier auf die Insel, genau. Und Algen brauchen wir dann auch noch irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob wir die von dieser Insel bekommen können. Die Rohalgen. Haben wir noch ein Schiff übrig? Kormoran ist unbeschäftigt. Okay, dann nehmen wir doch das mal. Ich habe ja aber irgendwo noch Schiffe, die ohne Kürzel fahren. Die hier. Und sonst, wie schaut es mit den Schiffen sonst aus? Sonst haben sie alle. Okay, wunderbar. Und mit den Flugzeugen halt, je nachdem. Wunderbar, sonst haben sie alle hier. Wir bräuchten nur viel mehr Werkzeug. Das ist echt gerade so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Der hat sich jetzt 2 Tonnen... Ja, hat er geholt, okay. Ich weiß gar nicht, das wird halt alles ein bisschen dauern mit dem Monument hier, weil wir kein Holz produzieren. Aber das geht schon. Ich möchte jetzt auch nicht anfangen, Holz zu produzieren, weil es irgendwie ein Schwachsinn ist. Jetzt extra dafür Ecos hochzuziehen. Möchte ich nämlich eigentlich gar nicht machen. Mal schauen, vielleicht später, jetzt nicht. Ich baue jetzt hier erstmal für das Monument hier. Darum baue ich jetzt erstmal diese Straßen hier. Wie kann ich nochmal durchschalten? Mit C kann ich durchschalten, genau. Jetzt werden erstmal die Straßen hier verkleidet, dass das gut aussieht. Steigende Kriminalitätsrate registriert. So, mit Punkt kann ich das Zeug drehen, genau. Ich weiß, dass das völlig sinnlos ist, was ich da mache, aber es sieht gut aus. Das werde ich vielleicht auch in einer... ja, mal in irgendeiner Folge komplett machen. Ach, dammit, falsch. Jetzt ist der ganze Weg natürlich weg, aber das haben wir gleich. So, jetzt muss ich das Ding drehen, oder? Ja, nee, ist richtig, okay. So. Dann habe ich hier diesen Platz dann schon mal soweit geregelt. Nein! Verdammt. Das ist aber auch ein bisschen tricky hier mit dem Bauen von dem Zeug. Da muss ich immer ein bisschen schauen, wie das... Nein, das will ich nicht. Ich will das normale Teil.
Ist auch ziemlich nervig, dass hier ständig dieses grüne Ding jetzt angezeigt wird und man so nicht sieht, was man da gerade baut. Jetzt hat er sich wieder gedreht natürlich. Das will ich nicht. So, hier, das wollte ich so. Ne, das wollte ich nicht so haben. Da will ich ja. Gibt's da denn eine Kreuz. Ne, eine Dreierkreuzung auch? Ja, gibt's. Hier? Hier gibt's echt alles, ne? Also, das ist echt cool, der Mod mit den Deko-Elementen. Und hier kommt, glaube ich, auch noch eine Straße durch im Endeffekt. Hier und hier. So, da brauche ich nämlich dann die Kreuzungen hier. Diese da. Die müssen hier auch hin. Genauso wie hier. Dann brauche ich wieder dieses... Huch! Das wollte ich gar nicht. Ich habe jetzt auf V gedrückt, statt auf C. Das war jetzt nicht gut. Nicht das Eck hier. Das. So, und das hier so hindrehen, dass das passt. Wunderbar, dann ist das schon mal soweit. Jetzt... Also wie gesagt, das wird jetzt so eine kleine Deko-Folge hier. Das passt schon dann. Muss ja auch mal sein. Habe ich ja schon gesagt, dass das vielleicht irgendwann noch folgen wird hier. Mit den ganzen Städten hier. Mit den ganzen Straßen. Weil es natürlich eine ziemliche Arbeit wird und ich mir das wahrscheinlich einfach mal so aufteile, dass ich irgendwann mal so ein Viertel mache, wieder zwischendurch drin, dass das gut aussieht. Aber es schaut schon viel, viel besser aus, so finde ich jetzt. Ihr könnt ja immer schreiben, was ihr davon haltet, dass die Stadt hier dann so mit den Straßen hier so ausgelegt wird und so bearbeitet wird. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie das aussieht. Ich finde es auch gut, dass der Mod das bietet. Auch wenn es natürlich ein Haufen Arbeit ist, aber ihr könnt da mal sagen, ob ihr das wollt, dass ich das so mache mit den Deko-Elementen oder ob ihr das eher nicht wollt. Hier haben wir hier eindeutig genügend Deko-Elemente. Ich könnte auch hier Strahler hinbauen, das bringt mir aber nicht viel, weil ich keinen Leuchtturm habe, um das dann effektiv nutzen zu können. Das ist ein Kanaldeckel. Ach ja, den könnte ich auch hier aufbauen. Bringt mir aber nicht wirklich viel. Bedarfsgegenstände. Ah ja. Und hier ein Zebrastreifen. Cool. Der bringt allerdings... Na, obwohl, den könnte ich mal... Hier werden jetzt Zebrastreifen gebaut. Ich weiß gar nicht. Das wird wahrscheinlich auch wieder oben drüber, ne? Ja. Dann wird hier sozusagen der... zentrale Platz gebaut. Ich finde das cool. Also ich finde das echt cool. Hier an den Straßenkreuzungen sind immer überall Zebrastreifen dann. Mache ich das hier so. Ich weiß, das wird eine scheiß Arbeit, aber es wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Also ich glaube, dass es echt, dass es sich lohnt. Was sind das für ein komischer Zebrastreifen gewesen hier? Hä? What the fuck? Ich will den einfachen Zebrastreifen haben. Den hier. Ist aber jetzt schon richtig, oder? Ja. Ich dachte mir schon, ich baue den jetzt überall falsch rum und dann ärgere ich mich wieder, weil ich alles falsch mache. Aber der passt schon so. Sieht eigentlich auch echt cool aus. Gefällt mir ganz gut so. Ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne eure Meinung dazu sagen. Was ihr davon haltet, dass das hier so gebaut wird. Ich muss ja auch ein bisschen drauf schauen, was ihr wollt. Ob ihr das aushalten könnt, wenn ich das mal so ein bisschen aufteile und ab und zu mal einfach so eine Folge einlege, wo ich nur dann Deko mache. Das müsst ihr mir sagen, das kann ich euch nicht beantworten. Wäre auch Schwachsinn, wenn ich es euch beantworte. Dann ist ja irgendwie das mit der Community ein bisschen sinnlos. Ich muss nur mal schauen, dass die Straßen darunter auch da sind. Ich weiß gar nicht, ob man das... Kann man ja auch random hier reinlegen, oder? Ja. Deswegen muss ich halt schauen, dass da auch Straßen drunter sind, sonst ist das ja alles sinnlos. Die werden ja auch genutzt, seht ihr ja hier. Die werden ganz normal genutzt, die Straßen, auch wenn sie hier verdekoriert sind. Ich glaube, das sieht ein bisschen bescheuert aus, oder? Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So. Wunderbar. Was haben wir jetzt hier an Deko-Gebäuden? Dekoration. Hier könnte man auch einen Parkplatz bauen oder sowas. Wäre eigentlich auch cool. Das wäre wirklich cool eigentlich. So als Parkplatz. Hier könnte man doch mal so Parkplätze bauen, oder? Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus, ja. Jetzt würde ich nur gerne einfach
so einen Platz, genau. Allerdings mache ich den ein bisschen kleiner. Weil in der Mitte... Also das wird hier so ein Parkplatz, ne, habe ich ja gerade schon gesagt. Der wird hier aber auch dann... hier anders gebaut. So, das wird jetzt ein bisschen was Längeres, habt ihr vielleicht schon festgestellt. Die Wege sind alle irgendwie noch da, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch. Die werden irgendwie dann überwachsen, wenn ich das Zeug lösche, aber... Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Sonst wahrscheinlich nicht. Hier könnte ich Tycoon... irgendwelche random Tycoon-Gebäude bauen. Was natürlich auch sehr cool aussieht. Alter, WTF. Hat das Ding einen Effekt? Nee, schade. Ich dachte, das hat jetzt hier so einen... Das hat einen Effekt. Cool. Es wird also auch alles gehen. Das ist ja cool. Also mir gefällt der Mod. Ich mag den. Ich mag den sogar sehr gerne. What the fuck ist das? So ein riesen Fernseher. Alter Schwede. So groß wollte ich die jetzt eigentlich nicht haben. Aber das würde schon mal gehen hier. Die zeigen auch was an. Das ist cool. Achtung. Produktionsstillstand. Was ist das? Ach du Heilige. Turbinen. Ach, das sind die Turbinendinger aus der Kampagne, ne? Ja, genau. Cool. Gerüste und Zäune. Ach, hier könnte ich noch Gerüste reinstellen. Dreckhaufen. Schön. Container könnte ich hier reinstellen. Pipelines und Stromleitungen. Ah ja. Alter Schwede, was es hier alles gibt. Tycoon-Beleuchtung. Ach, hier könnte ich dann beleuchten. Mach ich mal, oder? Ich würde hier gerne... Oh, könnte ich die Farben durchschalten? Ne, das mache ich mal anders. Ich will eigentlich nur dieses Ding hier abreißen. Mein Handy blinkt auch schon wieder. Ich drehe es mal wieder um. Das ist ja... geht ja gar nicht. Hier sind Strahler, aber die sind auch nicht wirklich schön, muss ich sagen. Ich hätte gerne diese Straßenleuchten, die hier gerade waren. Ich hätte auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses DLC, aber es geht ja leider nicht, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, mir das zu kaufen. Muss ich ganz ehrlich sein. Dieses DLC mit dem Leuchtturm, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, ganz ehrlich. Was kann ich denn hier alles Schönes bauen? Ach du Heilige. Ist ja cool. Aber das sieht scheiße aus, ne? Da könnte man sich auch... Oh, das wollte ich jetzt nicht da hinten. Da könnte man sich auch einen wunderbaren Hafen zusammenbasteln. Jetzt darf ich wieder alles durchschalten. Wunderbar. So. Jetzt ist hier ein bisschen beleuchtet. Habe ich denn hier jetzt... Nee, da... Gebäude wollte ich jetzt nicht. Zustand der Bevölkerung registriert. Das wollte ich auch nicht unbedingt. Hafenblumenbeet wollte ich auch nicht. Ich nehme die Blumenbeete hier. Die einfach mal so random drinstehen. Dann kommen hier so ein paar Fahnen. So als... Das ist ja so ein richtig schöner, fetter Platz hier. Der darf ja ein bisschen protzen. Hier ist ja immerhin die Global Trust Firmenzentrale hier in diesem Gebiet. Da darf gern ein bisschen geprotzt werden. Sieht auch in Grün irgendwie cool aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier wird das ein bisschen symmetrisch gemacht. Ich weiß, das gefällt jetzt wahrscheinlich nicht allen, aber mir passt es eigentlich ganz gut so. Und hier in die Mitte kommt jetzt ein Platz rein, oder? Die Hallo, Auto speichern. Ach, ich bin schon wieder bei einer Stunde Aufnahme. Cool. Ich muss jetzt dann auch Schluss machen, weil ich noch ein bisschen Physik lernen muss. Das bleibt mir leider nicht erspart hier. Das kann ich leider nicht ändern. Hier kommen noch Laternen hindern. Gleich, also das mache ich noch fertig kurz, diesen Platz. Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Da muss ich wirklich was für Physik machen, sonst wird das nichts mit der Schulaufgabe morgen. Das, sonst geht das ein bisschen in die Hose, fürchte ich. Habe ich denn hier jetzt... Kann ich denn hier jetzt eigentlich unten drunter noch was bauen? Nee, unter den Laternen geht nichts, okay. Beleuchtung, Tycoon.
Jetzt muss ich nur wieder das Richtige finden. Ach, die kann ich auf die Wege auch bauen, ne? So gesehen. Aber das mache ich nicht. Das sieht bescheuert aus, finde ich. So, jetzt muss ich das nur so hindrehen. Da, genau. So, wunderbar. Jetzt bräuchte ich nur noch dieses DLC mit dem Leuchtturm. Und dann wird es hier sehr geil aussehen. Aber das habe ich leider nicht. Darum muss ich mich jetzt noch kurz kümmern. Sekunde. Denn sonst kriege ich hier, glaube ich, größere Probleme in der nächsten Aufnahme. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier schon wieder los? Ich hoffe, das schafft das alles noch. Es hat aber, glaube ich, alles im Einflussbereich. Ich hoffe, das breitet sich jetzt nicht weiter aus. Ach, die Quest habe ich auch wieder vergessen. Ne, die mache ich jetzt noch kurz. Dann wird die Folge mal wieder Überlänge ein bisschen. So 5 Minuten Überlänge. Das sollte euch ja, glaube ich, nicht stören. Aber ich muss das jetzt noch kurz machen, sonst vergesse ich das wieder. Was hat er denn hier verloren? Probe. Ah ja. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Aber das wird verdammt eng. Das wird verdammt eng. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Das kann ich vergessen. Zustand der Bevölkerung stabilisiert. Oder? Na. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Das schaffe ich nicht mehr zur Insel zurück. Nee, das schaffe ich nicht mehr zu Devi, oder? Nee, in 30 Sekunden wird das nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Kein Ergebnis ist... Schade, jetzt habe ich die Quest wieder vergessen. Das ist jetzt blöd gelaufen, aber naja. So, Erkundung erfolgreich, das ist ja egal. Das betrifft uns ja jetzt nicht mehr. Das haben wir ja verkackt, die Quest. Hier ist jetzt... Warnung. Habt ihr das alles in... Produktion, ja, habt ihr. Okay. So, ich kaufe jetzt mal nochmal kurz einen Inselanteil. Ach, hier habe ich schon alle. Mache ich hier weiter. Inselanteil wechselt Besitzer. So, hier kann momentan keiner aufsteigen. Okay. Dann mache ich dann nächstes Mal weiter mit dem Aufsteigen. Den fehlt es jetzt an Schnaps, das muss ich nächstes Mal machen. Sekunde. So, und mit der Deko schreibt ihr mal bitte mal in die Kommentare, ob ihr das wollt, dass ich die Stadt hier langsam so mit den Deko-Elementen dekoriere, so ab und zu mal zwischendurch. Oder ob ihr das, ob ich das eher nervt, müsst ihr mal sagen. Ansonsten würde ich sagen, man sieht sich in der nächsten Aufnahme, Anno 2170 ARC. Und bis dahin würde ich sagen, ja, man sieht sich und Servus.